Herzlich willkommen hier zur nächsten Folge Satisfactory. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nämlich beim Rohre herstellen. Und da sind wir auch schon fertig. Denke ich, können wir hier das fertig machen, das abgeben, das abgeben, das abgeben. Ui, brauchen wir noch mehr. Und wir haben jetzt die persönliche Aufbewahrung. Additional storage options have been provided. R&D inflated your pocket dimension and developed a personal storage box accessible in the build menu. Ja, wir haben jetzt Speicher. Tasche ist vergrößert worden. Können wir mal gucken. Ja, genau, haben mehr Platz in der Tasche. Das heißt, wir können in diesen Container jetzt auch mal alles nehmen. Sorgen. Und können jetzt kleine Boxen herstellen. Aha. Ja, cool. Boxen. Ich sage, stellen wir hier drei so Boxen her. Können wir auch sortieren. Ich sage mal hier hinten vielleicht so die ganzen Sachen. Auch Ernährung. Hier so, was wir irgendwie gerade nicht brauchen. Duschsprit auch mit rein tun. Ahnung, was wir da noch rein tun. Du. Dann heißt es, den nächsten wäre dann die Logistik, sind wir aber so gut wie auch fertig. Warten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir setzen zur Landung an in 3, 2, 1. So. Brauchen wir vielleicht noch ein paar Röhrchen. Auch kein Thema. Mir die nach ab. Noch ein paar Rohre machen. So, wir brauchen noch, ja. Ich haben wir jetzt abgeben. Und er fliegt wieder davon. Meilenstein erreicht, Förderbänder können hier zusammengeführt und geteilt werden, um die Komplexibilität und Effizienz deiner Fabriken zu erhöhen. Die Produktionsanzeige hilft dir, die Produktivität einzelner Gebäude zu messen und zu verbessern, um die Optimierung voranzutreiben. Ja, und die Fabrik plane ich eigentlich auch hierher zu bauen. Dazu brauchen wir noch ein bisschen. So. Bauen das jetzt hier mal übers Wasser drüber. Noch weiter vor. Ja.
Ups. Mein ausgelassen. Ich glaube, ich mache das hier wieder weg, weil ich will das so natürlich haben. Auch mal wieder alles. Mehr oder weniger im Wasser ist, ne? So, Fundamente. Das sieht gut aus. Fischlein. Also man darf ja auch, wenn er zu friedlich erscheint, nicht vergessen, es gibt ja auch nach wie vor Monster. Das Monster, Kreaturen, die uns ja, gefährlich werden können. Mal lassen hier. Gut. Und den noch weg. Ja. Regner. Machen wir da noch einen hin. Und wir betonieren noch weiter. Auch gleich. So, dann haben wir jetzt quasi hier hinten zweimal Eisen und einmal Kupfer. Das heißt, wir setzen hier ein paar Wände her. Wand. Achso, gibt sie noch gar nicht, die Dings? Okay. Dann setzen wir jetzt erstmal einen Miner. Und was brauche ich da? Achso, ich brauche so ein kleines Teil da. Haben wir ja. Dann müssen wir noch. So.
Und dann nach vorne raus. Brauchen wieder Beton. Und was haben wir hier? Du. Wie legen wir den Strom jetzt da? Die Sachen, den legen wir erstmal hier lang. Auf der Kante, würde ich sagen, legen wir den lang. Hier auf der Kante, das heißt, wir holen den hier runter. Aber von da oben holen wir ihn hier runter an die Kante. Schön da drauf. So, wir werden den dann hier dazwischen noch setzen ein. Den legen wir noch da hinten ran. Da, die sind jetzt mit Strom verbunden. Der produziert schon mal da hinten fleißig. Container, glaube ich, braucht man nicht. Brauchen wir einen Container? Ich würde sagen, wir setzen dann gleich die Mauer hin. Wir dann hier drinnen den mal das zusammenführen. Doch, man könnte das ja zusammenführen. Okay, kompakte. Verstärkte Eisenplatten. Haben wir jetzt verstärkte Eisenplatten? Auch mal noch ein paar Eisenplatten machen. Noch ein paar Schraubengedöns. Blitze. Drei Konstruktoren bauen. Brauche ich 9 verstärkte Eisenplatten. Da drin.
Gut, dann muss ich mir noch ein paar Schrauben machen. Ist ja kein Ding. Wir haben es ja. So, die verstärkten Eisenplatten haben wir auch. So, das heißt, wir haben jetzt hier Gang und da den Eingang. Ziehen wir noch rüber. Das könnte man machen. Das Eisen zusammen auf dem Förderband lässt das hier hinten ran. Geht hier aufs Förderband und kommt von hinten rein. Genau, und von hinten rein läuft das dann über Konstruktoren rein. Ich glaube, so wird's gut. Jetzt nur das Kleine, ne? Nur drei Stück. Dann raus. Genau. Von einem Eisenband raus, das geht dann hier hin. Rein schon mal. So. Gut. Das heißt, wir machen jetzt Helia, können wir wegräumen. Oder Band weg. Meint ich dicht machen. Alles leer. So, was wollte ich machen? Ah, genau, wir brauchen noch einen Portable Miner. Boot. Muss man auch mal hier erschließen. Na komm. So. Den haben wir. Jetzt hat man noch einen Miner drauf. So, dann holen wir jetzt das Förderband hier vor. Ja. Dann würde ich jetzt hier so einen Stick
Fusionader herstellen. Also das ist zu steil oder was? Macht's gleich anders, wenn es hier so schräg geht. Dann machen wir das so hier. Da rein, jetzt noch Strom anschließen. Mal auch noch Strom anschließen. Was von dem Mast gehen wir dann hier rein? Das soll es auch mit dieser Folge gewesen sein. Oder der mag auch schon nicht mehr. Ich sage danke fürs Zuschauen und du weißt ja, wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir ein Däumchen nach oben und gerne darfst du den Kanal abonnieren. In der nächsten Folge schließen wir dann unsere Fabriken hier an. Also unsere Schmelzen. Und produzieren dann schon was. Aber das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao. Euer Blacksat. Tschüss.